heutigen Video siehst du, wie du dir schnell eine Saugeinlage selber nähen kannst. Und dafür benötigst du ein paar Dinge, und zwar den Musterstoff. Du brauchst Rollschneider oder Schere, ein Schnittmuster natürlich, Markierstift und Stecknadeln und eine Nähmaschine oder eine Overlock und, was total wichtig ist, neue scharfe Nähnadeln. Das hier ist übrigens unser neuer Super Boosterstoff. Er erinnert ganz stark an einen ganz bekannten US-amerikanischen, kanadischen Stoff, der bekannt dafür ist, dass er super saugt. Aber dieser hier ist aus 70% Bambusviskose und 30% Baumwolle und ohne irgendwelche Kunstfasern. Saugt ganz toll auf und hat eine ganz eigene Struktur. Und jetzt zeige ich dir, wie das innen drin aussieht. Dieser Stoff ist außen aus einem ganz feinem Jersey-Stoff und in der Mitte verlaufen Parallelfäden. Kannst du das erkennen? Also es ist wirklich ganz ungewöhnlich gemacht und ich vermute, dass dann hier dieses Waffelmuster dann durch diese Einarbeitung von den Fäden entsteht. Wie das jetzt hergestellt wird, kann ich dir gar nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist eine doch recht aufwendige Technik. Dieser Stoff ist elastisch, vor allem in der Breite, weniger in der Länge. Und wenn er gewaschen wird, sieht er dann so aus. Ist er also dann schon etwas aufgeplusterter, aber jetzt gar nicht mal so viel. Also ich finde, das ist ein Stoff, den kann man auch sehr gut erst waschen und dann zuschneiden. Denn bei diesem anderen Stoff aus den USA, bei dem Zorbstoff, wird sehr oft gesagt, er sollte zuerst zugeschnitten und vernäht werden und dann erst gewaschen. Das kann man aber bei dem, glaube ich, anders machen. Ja. Wenn du öfter Einlagen nähst, dann empfiehlt es sich natürlich, ein Schnittmuster anzufertigen. Nimm einfach irgendwie ein beliebiges Stück Pappe. Ich habe jetzt hier einen alten Briefumschlag genommen. Entweder du nimmst eine gekaufte Einlage als Vorbild oder du misst es dir aus, dass du sagst, du möchtest die Einlage kürzer haben, du möchtest sie weniger schmal haben oder eben breiter. Ja, einfach nur aufzeichnen, ausschneiden und dann hast du eine Einlagenvorlage, die du immer wieder verwenden kannst. Ja, da habe ich jetzt also mein Mustersaugeinlage 34 x 13 cm. Und das kann ich jetzt immer wieder verwenden. Und jetzt könnten wir uns schon mal ans Werk machen. Jetzt haben wir hier unseren Super Boosterstoff und angenommen, ich möchte den doppellagig haben, dann kannst du den ja gleich übereinander legen. Wenn du zwei Lagen Stoff haben möchtest, dann legst du dir deine Einlage drauf und kannst jetzt einfach nur mit einem Markierstift, den du eben für einen Stoff benötigst, gehst du da drüber. Und kannst es dir aufzeichnen. Was ich dir empfehlen würde, das ist, dass du dir den Stoff, gerade wenn es Stretchstoffe sind, dass du den immer wieder zwischendurch schon mal mit Stecknadeln befestigst, damit der Stoff nicht rutscht. Einfach mal so grob. So, jetzt kannst du dir das Muster nochmal drauflegen. Du kannst es recht eng machen, aber ich würde einen gewissen Abstand lassen. Dann kannst du dir das nächste aufzeichnen. Wenn du mit der Overlock jetzt nähst, dann brauchst du es nicht komplett hier am Rand ausschneiden. Dann gehst du hin und machst das einfach nur ganz grob mit dem Rollschneider oder mit der Schere. Denn du gehst ja dann nachher bei der Overlock hin und nähst und nimmst diese Markierung dann als Führungslinie, als Nahtlinie. Die nimmst du dann. Und dann schneidet ja das Overlockmesser das drumherum ab. Also für die Overlock einfach nur grob ausschneiden und dann so damit an die Overlock dann gehen. Du kannst natürlich auch mehrere Lagen nehmen, mehr als zwei Lagen. Du kannst auch drei oder vier Lagen verwenden, aber vier Lagen finde ich jetzt schon echt super dick.
Die Einlage aus dem Super Booster Stoff, die ist jetzt fertig. Sie ist schmaler geworden, als ich es dachte. Ich musste sie nochmal umnähen. Und zwar ist mir ein ganz blöder Fehler passiert. Die Nadeln an der Overlock waren stumpf. Und dann habe ich das dir mal eben fotografiert und zeig dir das hier. Du siehst, da sind lauter so kleine Schlingen. Darum solltest du wirklich immer frische Nadeln verwenden, wenn du mit diesem Super Booster Stoff arbeitest. Das ist jetzt, wie gesagt, die zweilagige Einlage. Hier habe ich jetzt mal probehalber drei Lagen Stoff übereinander. Aber das finde ich jetzt wirklich schon ziemlich dick. Das sind schon fast, ein Zentimeter dick. Das musst du ausprobieren. Wenn du eine sehr schmale, dünne Windel hast, dann ist wahrscheinlich so eine dicke Einlage ganz toll. Es könnte aber eventuell in einer dicken Höschenwindel dann auch einfach schon zu viel sein. Probier es einfach mal aus. Natürlich kannst du die Booster-Einlagen auch mit der ganz normalen Nähmaschine nähen. Dafür nimmst du nur deine Einlagen, zwei oder drei Lagen Stoff, nimmst du, legst sie aufeinander, gehst einmal mit dem Gradstich rundherum. Ich habe sie jetzt nochmal mit der Zackenschere rundherum ausgeschnitten und bin dann mit einem kleinen Zickzackstich rumgegangen, um das halt zu versäubern. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du deine Stofflagen nimmst, du stapelst sie, gehst dann auch ebenfalls einmal mit einem Gradstich drumherum, lässt dann einen kleinen Spalt offen, die sogenannte Wendeöffnung, das kennst du bestimmt, stülpst alles von innen nach außen, steckst die Wendeöffnung, den kleinen Stoffrest nach innen und dann steppst du das alles sauber von außen herum noch einmal ab. Dann kann auch gar nichts mehr ausfransen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Du brauchst natürlich bei diesem Stoff eine Jersey-Nadel. Das ist ganz wichtig. Und auch hier achte darauf, dass sie spitz und scharf und neu sind. Sonst gibt das auch wieder Fadensalat. Dann werde ich jetzt mal hier die Saugfähigkeit von dieser Einlage, die ich aus unserem Boosterstoff, aus unserem Super Boosterstoff, Bambus, Viskose und Baumwolle genäht habe, wiegen. Zuerst mal wiege ich jetzt die trockene Einlage. So, die wiegt 35 Gramm. Das kann man sehen. Und dann werde ich sie jetzt mal hier in das Wasser eintauchen. Jetzt mal so richtig voll saugen lassen. Jetzt ist sie wirklich tropf nass. Das ist aber dann zu viel. Also so viel werdet ihr dann auch nicht haben. Ups. Wird hier alles nass. Naja. Alles für die Wissenschaft. Bisschen ausdrücken noch. Okay. Also sie ist jetzt 3/4 nass. Wenn ich jetzt hier so drücke, kommt kaum noch was raus. Also ich drücke wirklich feste, kaum etwas raus und sie wiegt jetzt 94 Gramm. Und das ist ja jetzt schon mal mehr. Da hat sie jetzt doch 60 Gramm an Pipi oder Wasser halt aufgenommen. Das ist nicht schlecht. Das war jetzt also das Nähen einer Saugeinlage mit unserem Boosterstoff, den wir da jetzt auch im Shop haben. Ich habe dir gezeigt, wie das funktioniert. Vielleicht hast du ja Interesse, noch ein paar andere Videos anzugucken mit anderen Stoffkombinationen. Da kommen in nächster Zeit auch noch mal ein paar Videos dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nähen. Berichte mal gern über deine Erfolge, über deine Tipps, über deine Mischungen. Und jetzt wünsche ich dir auch wie immer einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht. Bis bald. Tschüss.